Zusammen. Neuer Trip, neues Glück. Schauen wir mal. Heute sind wir wieder an einem Hafen. Das heißt wieder. Seit langem, das erste Mal wieder. Na, ich sag wieder, weil ich den Tag zuvor schon an einem Hafen war. Jetzt bin ich wieder an einem Hafen. Die erste Tour war Fische. Jetzt nehmen wir Krabben mit. Und wir haben einen langen Weg. Wird wahrscheinlich ein Mehrteiler, wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran. Ich zeige euch ein bisschen was. Aber jetzt erstmal, hier laufen zwei Trailer, das ist übelster Bullshit. Machen wir mal einen aus und stellt euch mal beiseite, weil das ist, macht mal, ist zu laut, ihr hört das sowieso nichts. Also, bis gleich.
zusammen? Ich wollte heute mal wieder ein bisschen Hintergrundwissen fallen lassen, bevor wieder irgendwelche falschen Halbinformationen da oder gefährlichen Halbinformationen wieder da die Runde machen. Wollte ich ein bisschen aufklären. Und zwar, womit fangen wir an? Wir können zum Beispiel anfangen über Sachen, die man nicht machen sollte. Die Gesetzeslage in den USA sind zum Beispiel anders wie in Kanada. Und was man jetzt in letzter Zeit noch gesehen hat, ich weiß nicht, wo ich sie gesehen habe, aber war auch wieder irgendwas, da hat sich einer aufgeregt über Mechaniker in den USA zum Beispiel. Wir nennen mal einfach nur so Beispiele. Wenn jetzt ein Mechaniker gebracht wird von einem anderen in einem PKW oder sowas und das kann ja viele Hintergründe haben. Das kann ja viele Hintergründe haben. Das muss ja nicht gleich heißen, dass der betrunken ist zum Beispiel. Weil das ist nämlich eine übelste Verleumdung und wenn man sowas öffentlich macht in den USA, das kann ganz schwere Konsequenzen haben. Derjenige kann eine Bann kriegen. Für die USA. Was willst du mit so einem Fahrer noch in Kanada? Das ist schon krass, wa? Und als nächstes, sagen wir, gehen wir mal ein bisschen. Ist es langweilig? Ist es, der Trip wird lang, wird ein Mehrteiler, kann man viel quatschen und so. Deswegen, und was ich jetzt, vor kurzem noch gesehen habe, zum Beispiel Kündigungen. Kündigungen in Kanada sehen zum Beispiel, damit hier keine Gerüchte auftauchen oder so, wie scheiße das ist und alles sowas, glaubt nicht immer alles, was ihr seht. Wenn jetzt zum Beispiel Videos unterwegs sind, da es wurde schon wieder einer gekündigt und ja, die besten Fahrer und sowas, nee. Die besten Fahrer werden nicht gekündigt. Es werden nur Fahrer gekündigt, die viel Scheiße bauen auf der Straße. Zum Beispiel, nehmen wir mal Beispiele. Irgendwelche Sachen kaputt rammeln, unter einer Brücke hängen bleiben und solche Sachen. Also man muss sich echt schon anstrengen, um in Kanada gekündigt zu werden. Weil das ist eigentlich, es werden Fahrer gesucht und man muss sich schon echt dämlich anstellen, um gekündigt zu werden. So, ich denke mal, bei uns in der Firma ist es halt so, also ich weiß nicht. Also ich glaube, da müsste ich ihn umbringen, damit ihr kündigt oder so. Weißt du, das ist schon eine harte Sache. Und ich sage ja, und wenn denn Fahrer, die gekündigt werden, die haben übelst Dreck am Stecken. Also das ist nicht einfach, man hat mich auf dem Kicker und sowas. Also da muss man schon ein dickes Fell haben. Also ich wollte euch das bloß mal so sagen. So, weißt du, das ist, weil man sieht viel Scheiße im Internet und wollte euch die Information bloß mal so mitgeben, falls sowas auftaucht und glaubt nicht immer alles. Gut, dass wir mal drüber geredet haben.
man eine Panne hat in den USA oder in Kanada oder sowas und man kriegt einen Anruf vom Service, also diejenigen, die euch da suchen zum Reparieren oder sowas, die geben euch manchmal Instruktionen wie stellt Warndreiecke raus oder macht mal Motorhaube auf. Das sind einfach Sachen, damit der, so ein Truckstop ist meistens groß, dann findet man einen schneller. Wenn da ein, es sind ein Haufen Trucks mit derselben Farbe und sowas, damit man leichter gefunden wird und sowas. Da braucht man nicht rumdiskutieren mit denen, sondern einfach mal machen und dann geht man vielen schon aus dem Weg. Wollte ich nur noch so, das war so ein PS noch, so, wollte ich noch so hinten dran hängen. Und ja, sag mal, und dann die Chefs von den Firmen in Kanada oder USA ist halt, die mögen es halt auch nicht, wenn sie denn angelogen werden über Sachen und so, dann ist man auch ganz schnell auf der Straße. Das, was man nämlich hier nicht machen muss, ist nämlich Lügen. Und Leute, die immer erzählen, sie haben noch nie gelogen, ich glaube, sind die größten Lügner. Und jeder von uns weiß, dass jeder schon mal eine Notlüge gemacht hat oder überhaupt irgendwo gelogen hat. Das ist ja klar. So. Alles klar, war nur mal so ein Ding mit dem. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Wenn du hier zu schnell bist, hast du verloren. Gehst du baden.